Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Gerados der Mensch. Zuallererst wollte ich euch mal fragen, wie findet ihr eigentlich mein neues Design? Einigen wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, dass ich hier an der Kulisse ein bisschen was geändert habe. Ich arbeite nicht mehr wie üblich hier von oben, sondern ich arbeite geradeaus. Was gefällt euch besser? Schreibt es in die Kommentare, ballert es mir hier unten rein. Ich will Kommentare sehen, nur so kann ich mich verbessern. Und dann kommen wir auch schon zum Thema, was ihr sicherlich alle schon gelesen habt in der Videobeschreibung. Es geht heute um ein Deck und nicht um ein gewöhnliches Deck. Es geht um ein selbst zusammengestelltes Deck und wie ich darauf gekommen bin, erzähle ich ganz kurz. Ich war mit einem Kollegen am Zocken, ein Kollege, der auch schon öfters mit mir hier auf dem Kanal Videos gemacht hat. Ich habe dieses Deck testen können. Wir haben, waren es 4 oder 5? Ich meine, es wären 5 gewesen, genau, weil 2-2 haben wir gespielt. Und da muss natürlich noch eine Entscheidungsrunde da sein. Und ja, die gab es dann auch noch. Wer gewonnen hat, kommt aber später, das Review-Video zu diesem Deck, das gibt es in diesem Video nicht, das werde ich nochmal gesondert drehen. In diesem Video geht es um ein selbst zusammengestelltes Deck. Und dieses Deck ist hier. Ja, viele von euch werden jetzt denken, wenn ich euch das Deck zeige, was für ein Schwachsinnsdeck. So, ich sage kurz was zu diesem Deck. Also, ich habe meinem Kollegen dann gesagt, Junge, hier, nimm meine ganzen Karten. Natürlich nicht meine Sets, die ich so sammle. Alle meine losen Karten, die ich halt nicht mehr brauche, meine doppelten, die ich meistens auch verkaufen tu. Da habe ich mir aber gedacht, so, ja komm, nimm dir mal alle Karten, such dir beliebige hier Typen aus und erstell dir und mir mal einfach mal ein Deck. Erstell einfach ein Deck. Wer es nachher kriegt, egal. Erstell ein Deck. Und wir hatten dann noch eine gute Dreiviertelstunde Zeit, bis wir dann wohin gefahren sind und dann haben wir noch eine Serie geguckt und dann blieb uns leider nur noch eine halbe Stunde Zeit dafür. Und er hat, wie gesagt, dieses Deck hier mit diesen schicken, schnuckligen 60 Karten in einer halben Stunde zusammengestellt. Ist klar, dass da nicht wirklich Gutes bei rumkommt, aber ich wollte euch dennoch mal fragen, was ihr von diesem Deck haltet. Und da bitte ich euch mal wirklich ganz ehrlich zu sein. Und wenn ihr wirkliche Fachleute seid, also wenn ihr wirklich Ahnung davon habt, dann auch mal wirklich reinschreiben, warum das nicht so passt, wie es passt, wie es da drin ist oder warum das gut ist. Ich habe von solchen Decks, die man so kurz erstellt, irgendwie keine Ahnung, aber das ist ja bei den meisten Turnieren auch so, dass man irgendwie Booster kriegt. Dann kann man sich für einen oder zwei Typen entscheiden, nimmt sich halt die Pokémons raus, die man dann da haben will und kriegt dann dementsprechend die Energiekarten noch dazu, so viele, wie man halt haben möchte. So ist das halt, ja. Und das ist ja auch so auf Zeit so ein bisschen, ja. Man hat ja nicht ewig Zeit, sich da so ein Deck zusammenzustellen. Und wir hatten jetzt eben auch nicht ewig Zeit. Und deswegen gibt es jetzt hier dieses Deck für euch auf die Ohren und ich bitte euch mal fair zu sein und das mal wirklich so zu kommentieren, dass man auch wirklich was damit anfangen kann. Ich werde das jetzt einmal kurz hier sortieren. Das dauert nicht lange. Ich werde die drei Karten hier weglegen. Das sind die Energiekarten. So. Und dann habe ich hier einmal die Trainerkarten noch beisammen. Ja, und dann habe ich hier die Pokémons. Ich werde jetzt wie folgt vorgehen. Ich werde euch die Energiekarten zeigen. Das Deck, wie gesagt, 60 Karten, ist ja klar. Es sind einige Karten viermal vorhanden, weil man darf ja jede Karte nur viermal im Deck haben. Wisst ihr ja alle, das geht ja hier oben um den Namen. Das heißt, wenn hier Spezialenergie stehen würde, würde das nicht als normale Energie zählen und das wären wieder neue 4 Karten quasi. Ja, ich habe von diesen Energien, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Wasserenergien in diesem Deck und den Rest an Energiekarten, den ich gewählt habe, das sind wirklich Pflanzenenergien. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kann sein, dass ich mich zwischendurch mal ein bisschen verzähle, aber das ist ja nicht schlimm. Ja? Das sind die Energiekarten, das heißt, ihr wisst, um welche Typen es geht. Es geht um Pflanze Wasser. Das ist ja eigentlich schon mal sehr oft genommen als Typ, als Typen für ein Deck. Jetzt kommen wir zu den Trainerkarten.
Da habe ich hier den Tauschball. Den habe ich hier, ich meine, viermal hat er den reingebaut. Nee, stimmt gar nicht. Dreimal. Ja, den hat er dreimal reingebaut. Dann hat er hier einmal Kyogre's Geistesbund reingebaut. Jetzt wissen einige, welche Karte hier drin in dem Deck noch ist. Ist ja klar. Also einmal Heiko dann noch. Dann den Gebirgsring hat er reingebaut. Dann den EP-Teiler, den Professor Birks Beobachtungen. Dann hier ein Supporter, eine Unterstützerkarte, ein Fahnder. Dann den Schwächenschutz, Pokémon Center Dame, Troy, Tierno, Hyperball, Trainerpost, Sonderbonbon, Sonderbonbon, Energiezugewinn und Energiezugewinn. Dann kommen wir jetzt zu den regulären Pokémon, die in diesem Deck sind. Da haben wir einmal Capoleris als Half-Art. Dann haben wir, ich mache es jetzt mal so, genau, Kyogre. Dann haben wir Kyogre. Dann haben wir einmal Lombrero. Dann haben wir nochmal Lombrero. Dann haben wir Lotorzel. Dann haben wir nochmal Lotorzel. Und nochmal Lotorzel. Und nochmal Lotorzel. Das sind, waren das jetzt mehr als vier? Nein. Nein, das waren vier, genau. Genau, dann haben wir noch einmal Gevaldro, dann haben wir einmal Reptane, dann haben wir nochmal Reptane und dann haben wir hier ein Gekabor, noch ein Gekabor, noch ein Gekabor und wer hätte es gedacht, noch ein Gekabor. Ja, und jetzt haben wir noch hier zwei Bisofang drin als Normal-Pokémon. So, und dann haben wir noch drei andere Karten, nämlich diese hier, einmal Kyogre EX ist in diesem Deck drin, dann das Proto-Kyogre EX und das geht natürlich nur, wenn wir auch das normale Kyogre EX drin haben, sei es als Promo oder eben nicht, weil das hier ist ja die Promo. Ja, das war das Deck, das war das kurze Deck, eine kurze Deckvorstellung. Jetzt bitte ich euch, wirklich ernst zu bleiben und mal hier unten in die Kommentare reinzuschreiben. So, lohnt sich dieses Deck? Wie gesagt, ihr müsst berücksichtigen, das Deck wurde in einer halben Stunde erstellt. Und wie gesagt, von meinem Kollegen, der kennt sich in den ersten drei Episoden, also, ja, was heißt Episode, das sind ja dann die Folgen, in den ersten drei Staffeln, in den ersten drei Generationen, sagt man ja auch öfters, da kennt er sich halt mega gut aus und danach eben nicht mehr so toll. Ja? Das heißt, er kannte auch gar nicht dieses Protomorphose. Das sagt ihm nichts mehr. Der interessiert sich auch nicht mehr dafür, nicht mehr so doll wie ich. Wir spielen öfters noch gegeneinander und natürlich jetzt nicht so auf Liga-Basis. Er hat immer noch sein altes Deck mit, es müsste Diamant and Pearl sein, glaube ich, hier Sturmtief und so, mit Gyarados drauf, da hat er ein paar Karten von, also um den Dreh befindet er sich, ja, befinden sich seine Karten und wir spielen einfach immer so just for fun und klar, nichts Ernstes dabei. Nichtsdestotrotz hat er halt irgendwie immer ein bisschen Ahnung davon, wie man sich so Decks erstellt, ja, der kann das schon so ein bisschen sehen und jetzt will ich halt wissen, et voilà, das Deck, gut oder schlecht. Wenn gut, dann schreiben, warum gut. Wenn schlecht, schreiben, warum schlecht. Bitte, hier drunter. Wäre echt nett. Wäre echt cool. Ja? Ja, das war's von mir. Zu nächtlicher Stund. Gyarados Damage verabschiedet sich wie immer mit einem lauten Schibbele und ciao mit V. Bis dahin. Tschüss.